Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir sind in unserem neuen Mutter-Kind-Zentrum beim Klinikum, unserem Krankenhaus in Fulda. Und wie in jedem Jahr haben wir eine sehr schöne Tradition, die wir auch im neuen Gebäude fortsetzen, nämlich der Besuch des Nikolauses bei unseren Jüngsten, die leider und Gott sei Dank mit guter Versorgung hier in unserer Kinderklinik unter Professor Repp betreut werden. Wir bringen Ihnen die Grüße des Nikolaus, Geschenke, die von der Firma Mercedes gesponsert werden. Und alljährlich freuen sich immer wieder die Klinik, aber auch die Kinder, die Kleinen, die hier ihre Behandlung erfahren müssen, gemeinsam mit ihren Müttern auf diesen Besuch. Und es ist eine schöne Tradition, dass wir zum Nikolaustag auch hier in einer nicht immer einfachen Situation von kranken Kindern diesen Besuch organisieren können. Wir freuen uns sehr und wir bedanken uns natürlich bei den Schwestern, bei den Ärzten, bei Professor Repp und auch der Firma Mercedes, die uns immer wieder hier begleitet bei der Klinikleitung. Und wir wünschen natürlich den Kleinsten gute Besserung und Ihnen wünschen wir, dass Sie auch beim Nikolaustag daran denken, was der Nikolaus verbreitet und was in dieser schönen historischen Aufarbeitung uns auch immer wieder in unserem Fulda-Land für uns ganz wichtig ist. Und ich bedanke mich natürlich bei unserem Nikolaus, dass er auch in diesem Jahr wieder dabei ist, um hier in der Kinderklinik für eine gute Abwechslung zu sorgen und den Hinweis, dass wir uns in einer Adventszeit befinden und uns auf das Weihnachtsfest freuen. Alles Gute. Musik.